Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Show Minecraft. Zu unserem, ja, zum kleinen Update würde ich sagen, ist das einfach mal so. Hier SFG gehen wir direkt rein und gehen mal in Kreativmodus, dann geht das ein bisschen schneller alles, würde ich sagen. Laden. Wir haben das Natural Texture Pack. Nur damit ihr Bescheid wisst, was das jetzt gleich für ein Gedönse ist. Ist ein bisschen was dazugekommen. Es wird jetzt auch gerade ein bisschen weiter ausgebaut. Finde ich ganz cool. Sehr schön eigentlich auch alles drum und dran. Wer ist Notch? Das weiß niemand so wirklich. Es kann Minuten dauern, bis Lava vollständig verschwindet. Nachdem die Lavaquelle entfernt wurde. Autschen. So, das machen wir gleich. Also man sieht hier, ich bin jetzt hier am Bauen gerade was. Es ist schwer zu erkennen und es wird auch noch ein bisschen umgebaut, weil das noch nicht so ganz meinen Vorstellungen entspricht. Das wird mal ein riesengroßer Baum. Und zwar wird das nicht nur irgendein Baum, nein. Das wird der große Gahul-Baum, also weitgehend der große Gahul-Baum. Ungefähr die Form, weil ich nämlich dann bei dem so ein paar Häuser draufbauen will, wo man auf unterschiedliche Etagen und sowas kommen kann. Das habe ich mir schon ganz cool vorgestellt. Und ja. Das Haus kennt ihr ja alle bereits hier im Endeffekt. Habe ich ja mit Ex hier zusammen, wie schon jeder weiß. Hier, das kennt ihr auch allesamt. Müsst ihr euch den ersten Teil angucken. Dann haben wir hier ein bisschen erweitert. Und zwar an Melonen und Schokobohnen. Und dann geht. Ja, ich habe mir auch eine Katze erschietet, weil ich halt keine Katze haben konnte. Fand ich halt scheiße. Auch Bohnen habe ich mir da hinten ercheatet, weil ich normalerweise keine Bohnen hier haben kann. Dann geht's hier normaler Weg lang halt, ganz easy peasy. Dann geht's hier halt zum Baum hinne, der halt noch ausgebaut wird, der Baum. Baum ausbauen. Hast nicht gesehen. Geht hier so super schönen kleinen Weg hier entlang. Also ich find's ziemlich knuffig, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat so ein bisschen was von Fantasiegebirge hier. Finde ich schon ganz nice. Dann kommen wir hier zu unserem neuesten Haus, das wir hier reingeknallt haben. Auch mit süßen Hundi. Der Hundi steht aber mir ein bisschen zu viel im Regen. Ja, ist gut. Nein, du sollst ein bisschen weiter rüber. Genau. So. Das ist ein bisschen besser geschützt. Ja, nenne ich das jetzt hier, ach, wie heißt es nochmal? So ein Wohnhaus und so ein Ferienhaus ist das im Endeffekt, weil es hier viel gibt, wo man drin chillen könnte. Erstmal hier. So ein kleiner Kellerraum. Das wird aber später genauer untersucht. Da ist nämlich auch was drin ist eingebaut. Jetzt hier in die erste Etage, hat man einen schönen großen Ausblick. Schön Bäumchen und sowas hier, ganz cool eigentlich. Dann haben wir hier ein schönes kleines Arbeitszimmer. Büchern, Stereoanlage, ein bisschen, sowas finde ich ganz nice. Dann haben wir hier im Bett, können nur nachts schlafen und morgens früh, wenn es nicht regnen würde, vielleicht mache ich noch ein Gasdach hier drüber oder sowas. Kleiner Balkon, wo man ein bisschen chillen kann, ganz gemütlich und ruhig, auch ganz nice. Dann kommen wir in die erste Etage. Hier haben wir ein Wohnzimmer mit Fernseher, Stehlampe, ganz easy gemacht hier, ganz einfach gestaltet. Da gibt es jetzt eine Neuerung, das werde ich noch umbauen. Jetzt nicht jetzt eine andere Variante. Habe ich das zufällig dabei? Gibt es jetzt was anderes, was man machen kann? Hoppala. Scheiße. Nein. Da.
Schild weg. Jetzt müssen wir jetzt mal. Was? Dschungelholz? Nein! War es nicht. So, mein normales Holz. Und jetzt. Alter! Eggman! Haben wir's? So! Das gefällt mir schon wesentlich besser jetzt. Diese Variante. Ja, das ist das Wohnzimmer. Die Küche ist ein bisschen ausbaufähig, weil ich hier anders gemacht habe den Tisch. Dann haben wir hier Gefrierschrank, Kühlschrank, wie eh und je halt. Backofen, Arbeitsplatte. Truhe halt mit allen möglichen Krimskrams drin, was man so gebrauchen kann. Kochbücher, Bücherregal. Blumen, so. Ein bisschen was. Und jetzt kommen wir in die Chill Lounge. Ich bin gerade extrem müde. So ein cooles hier, ne? So ein bisschen hier am Rumdödeln. Und dann geht's hier raus und. Cool. Ein Dach, Glasdach und sowas. Finde ich ganz nice eigentlich. Kann man sich schön gemütlich hier hinsetzen und chillen. Ganz nice. Das lasse ich aber, glaube ich, so. Den See hier. Hier noch hin chillen. Und für die Beleuchtung ist der Weg zuständig. Aber. Es ist jetzt noch ein bisschen ausbaufähig hier. Runter mal. Dann kann man sich noch hier auf den Steg hinstellen. Kann man hier noch unter dem Wasser langlaufen. Dann kann man sich hier noch auf den Steg hinstellen. Ganz cool eigentlich. Ja, ich habe da oben auch ein bisschen weiter gebastelt. Ja, und hier sieht man die ganze Elektronik. Aber im Endeffekt, wenn man nicht so sehr darauf achtet, dann rennt man da schnell dran vorbei. Und dann ist man hier auch wieder weg. Des Weiteren, schwupps, ist das so erstmal verschwunden. Hoppala. Ja, das ist das neue Haus. War aber noch nicht alles. Jetzt gehen wir in den Keller. Der Keller, auf den bin ich eigentlich besonders stolz. Den fand ich total geil. Cool, oder? Ich fand die Idee ganz super. Und dann, als Gegenstück. Auch hier schön unter Wasser. Und man hat sogar gleich die ganzen Wände. Direkt. Hörst du es? Kann man hier ins Wasser reingehen? Fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant. Ich werde eigentlich komplett mit Glas hier verdecken. Aber. Naja. Einmal bin ich so erschrocken, da war ich unter Wasser, hab das hier zusammengebastelt. Dann kam mir eine Krake entgegen und dann hat sie die ganzen Kraken, die ganzen Hände halt ausgestreckt. Ich hab mich so erschrocken, dachte, was ist das denn jetzt für eine Hand, Alter? Da greift mich gerade irgendwas aus der Tiefsee an. Oh, bei Minecraft habe ich manchmal das Problem, normalerweise bin ich nicht so empfindlich, aber manchmal, Minecraft habe ich manchmal das Problem, da wird mir mal ganz schnell schlecht irgendwie nach einer Zeit. Ja, wird mir irgendwie richtig schlecht. Echse. So. Ich habe ja ein bisschen noch dazu gebaut, ne? Zip. Das kennt ihr ja alles hier, das brauche ich ja nicht so konkret zu zeigen, aber ich habe ja noch, wie gesagt, ein bisschen umgebastelt. So habe ich jetzt auch einmal wirklich hier komplett erstmal hier hingebaut. Das ist so hier mit die größte Brücke. Am breitesten und am. Ne, das ist die kleinste Brücke. Kleinste Brücke. Kürzesten und so. So mit einem kleinen Dingens hier. Ah, cool. Mit einem kleinen Dingens hier. So, ich würde hier wahrscheinlich einen Turm drauf machen oder sowas. Keine Ahnung, weiß noch nicht so ganz. Dann habe ich noch diesen Weg hier dazu gebastelt. Den habe ich komplett alleine entwickelt. Passt sich ziemlich gut daran, an dieses Ding da an. Also es sieht ziemlich gleich aus. Tja, dann gehen wir halt nochmal hier rein. Ich weiß nicht, ich habe jetzt selber vergessen, wann ich das letzte Mal ein Update gemacht habe.
Jedenfalls hat sich hier nicht viel verändert mit diesem Gedönse. Auch hier die Stufen, das kennt ihr ja jetzt, die Seite, glaube ich, schon, ne? Das ist ja mit dem Wasserfall hier, genau. Kennen Sie diesen Wasserfall? Viele Leute das nochmal nicht ganz gesehen haben. Keine Insel. Der Wasserfall. Und der Wasserfall geht auch dran vorbei. Stürzt in die Tiefe. Ganz cool. Ja, das habe ich im Kreativmodus gebaut. Das Erstliche hier alles drum und dran. Im normalen Modus, Überlebensmodus. Aber das drumherum hier, wegen Eisen und sowas, im Kreativmodus, ja. So. Dann haben wir hier das gleiche wie drüben. Nur, dass hier halt noch nicht viel los ist. Das hier ist eine Baustelle sozusagen. Ja, Schild, Baustelle von Misch GmbH. Ich weiß nicht, warum das hier alles so ist, warum sie hier Pilze gepflanzt haben, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist das für meine Kollegen, mit denen ich gerade an dem Bauprojekt bin. Da sollen sie sich irgendwie breit machen, da sollen sie gucken, was sie halt da hinbauen möchten. Und so weiter und so fort. Dann geht sie noch hoch im Endeffekt. Das kennt ihr ja auch schon, die Halle. Ich habe halt jetzt noch hier die zweite Etage mit eingebaut. Hier will ich vielleicht so eine Bücherlandschaft machen, so eine kleine Bibliothek. Werde ich hier raus basteln. Also ich baue jetzt nicht viel. Nicht, dass ihr jetzt meint, ey, warum hat das so lange gedauert? Also ich baue halt nicht viel. Immer mal wieder so einen Schub, wo ich dann richtig Lust habe und sowas. Dann mache ich das. So, ja, hier so einen kleinen Vorflur. Und dann hier so eine Lagerhalle. Lagerhalle, also noch eine Halle. Auch nochmal. Kleines Räumchen. Hier nochmal ein kleines Räumchen. Und jetzt geht's zum größten. Zur größten Brücke. Wenn man hinten nicht sieht. Auch Brücke, Baueigenmarke. Und dann geht's hier zu einer riesengroßen neuen Fläche. Wo ich auch noch keinen Plan habe, was ich drauf machen soll. Also wenn ihr vielleicht eine Idee habt, dann ja, sagt es mir mal. Ich weiß noch nicht, was ich hier genau drauf machen soll. Ist noch alles offen. Das hat das Schöne bei Minecraft. Deswegen, also ich sag mal so, man bezahlt 20 Euro für das Spiel, also jetzt auf Xbox 360 halt. Und man hat ein Spiel, was man halt dann man eine Zeit lang nicht spielt, aber dann spielt man es wieder so süchtig durch. Dann spielt man es mal wieder nicht, dann spielt man es wieder richtig hardcore und spielt man wieder so ein bisschen gemächlich, dann hört man wieder auf, dann ist man wieder hart. Also es ist halt so ein geiles Spiel, was man halt immer und immer und immer wieder spielen kann. Weil man halt später erst, oh, jetzt könnte ich das bauen und hier was machen und sowas. Das hat Minecraft halt, oh, Entschuldigung, viel voraus. Ja, und wie ihr seht, ich baue mich immer weiter aus. In verschiedene Richtungen. Wird natürlich ja noch ein schöner Weg hingemacht. Baum wird halt, ja, es ist halt jetzt von der Legende der Wächter halt, ne? Der Gahul-Baum. Sind jetzt hier knapp bei der Hälfte sind wir. Und ich dachte, das ist eigentlich mal ganz cool. Du willst ein Baumhaus bauen, wolltest du eigentlich, aber da hätte ich einfach nur ganz viele Blöcke nebeneinander hochgezimmert, so ein paar Äste dran. Fand ich doof, und da habe ich mir gedacht, komm, kannst du gleich mal so einen Baum daraus bauen. Das ist ein Den Legende der Wächterbaum. Ganz cool. Und dann werde ich mich jetzt immer so weiter ein bisschen ausbreiten. Immer mal wieder gucken, was ich machen will. Hier werden wir einen schönen langen Weg reinknallen. Diese Richtung schauen wir mal. Vielleicht mache ich hier raus ein Schwimmbad irgendwie. Auch eine coole Idee. Was ich noch vorhatte, ist eigentlich hier das abzureißen. Bis hier hinne, um halt so einen Fluss einmal durchgehen zu lassen, weißt? Ja, fällt auch noch ganz nice. Das Jesus-Schwein! Oh mein fucking Gott, es kann über Wasser laufen! Oh, wir haben die Magie zerstört. Das Geile ist, finde ich ganz nice, das hier habe ich nicht selber angepflanzt. Das ist selber so entstanden.
Finde ich voll cool. Fehlt nur noch, dass sie sich selber Schoko-Dinger anbauen. Und dass sie ab und zu mal Ozelotl da so lang läuft. Das wäre auch noch ganz nice. Wenn man, das ist ganz cool, wenn man sich so einen Wald selber anbaut, dass dann auch wirklich Efeu und sowas selbst entsteht. Ganz cool. Ja, das ist so die ganzen Entwicklungen. Wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da hinbauen würdet. Vielleicht finde ich ja einen von euren Ideen so geil, dass ich sage, okay, komm her, du baust das mit mir zusammen. Den Baum bin ich mit Kasima, P zusammen am Bauen gerade. Müssen wir auch mal demnächst mal mit weitermachen. Ah, das ist eigentlich eine schlechte Idee, hier so ein Schwimmbad draus bauen hier. Huch! Was ist das denn? Ich noch gar nicht hier sehen. Schau mal einen an. Meine Welt hat Löcher. Wie ein Schweizer Käse. Kumpel hat mir gesagt, das wäre ein ganz cooler Tittenfick. Okay, interessant. Ja, Leute, ne? Ihr habt's gesehen. Und, Alter, wenn ich da hinten ein Schwimmbad baue, baue ich hier eine Schlittschuhhalle. Das ist die Idee. Ich baue jetzt eine Schlittschuhhalle hier hin. Nice shit. Das ist cool. Ich baue eine Schlittschuhhalle hier hin. Gut. Neues Bauprojekt. Geil. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich sieht man sie irgendwann mal online. Tschüss.